Nach Letztens Profitänzer verrät, so ticken die Geißens hinter den Kameras. Carmen Geiss nahm 2014 an der RT Elterns Letztens teil. An ihrer Seite stand damals Profitänzer Christian Polank. Und er packte in seinem Podcast nun darüber aus, wie die Millionärsfamilie privat so tickt. Der Letztens Profi Christian Polank hat Einblicke in das Leben von Robert, 60, und Carmen Geiss, 59, gegeben. Polank, der 2014 mit Carmen Geis auf dem Tanzparkett stand, sprach in seinem Podcast Let's Talk About Dance auf RTL Plus über seine Erfahrungen mit der Millionärsgattin und verrät, wie sie privat so tickt. Letztens, Christian Polank berichtet von Treffen mit Carmen Geis. Das war schon sehr special, sehr skurril, aber auch sehr witzig, berichtete Polank. Wegen familiärer und beruflicher Verpflichtungen konnte Carmen Geis damals nicht zum Training nach Köln kommen, wo das RTL-Format aufgezeichnet wird. Daher wurde Polank nach Monaco geflogen, wo die Familie eine Penthouse-Wohnung besitzt. Am Wochenende flog der Tänzer mit einem Hubschrauber von Nizza zur Villa der Geißens nach Saint-Tropez. Es war sehr spannend, mal so eine Welt kennenzulernen, sagte Polank. Der genoss den Aufenthalt bei der Familie und berichtete von familiären Abenden, die dann doch ziemlich bodenständig wirkten. Es war toll bei Carmen, Robert, Davina und Schneier. Robert hat dann immer den Grill angeschmissen. Am Wochenende gab es Rinderfiletstückchen, vom Meister selbst gegrillt. Punkt. Er erwähnte allerdings auch die hohen Preise an der für ihren Luxus bekannten Côte d'Azur, Monaco stellt man sich doll vor, aber was dir keiner sagt, ist, dass du für Nudeln mit Tomatensauce dort 20 Euro abdrücken musst, so poltert er. Punkt. Doch so harmonisch es auch hinter den Kulissen war, in der Show kam es dann doch zu Problemen. Denn Carmen Geist sei für jeder Show extrem nervös gewesen. Was ihre Aufregung betrifft, war ich wirklich mit meinem Latein am Ende. Im Training hat es fast immer so gut funktioniert, aber irgendwann hat es mich selbst vor den Live-Shows gegraut, weil sie so nervös war. Da hat alles gezittert, erzählte Polang. Dabei sei die Millionärin wirklich talentiert gewesen, so Polang. Ich habe das Gefühl, wenn Carmen das hätte zeigen können, was sie wirklich drauf hatte, dann hätten wir, glaube ich, sogar eine Chance gehabt, ins Finale zu kommen. In der Staffel im Jahr 2014 schaffte sie es ins Halbfinale. Musste sich dann aber Alexander Klafs und Tanja Schewtschenko geschlagen geben.